الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je höher du deinen Kopf streckst in dieser Dunya, was als eine Art von Arroganz zu betrachten ist, umso erniedrigter wirst du sein, Yawmul Qiyamah. Und je tiefer du deinen Kopf senkst in dieser Dunya, so wirst du umso mehr Ehre von Allah Azza wa Jal bekommen. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Man tawada'a lillah rafa'a. Derjenige, der gegenüber Allah Azza wa Jal unterwürfig ist, demütig ist, bescheiden ist, so wird Allah ihn was? Erheben. Erheben. Aber manche Leute haben in dieser Dunya schon den Kopf sehr hoch gehoben. Zu hoch. Und Yawm al-Qiyamah wird das genau ihr Genick brechen. Und es gibt im Höllenfeuer ein Gefängnis, das ist ausschließlich für die Hochmütigen. Allah Azza wa Jal, wie es in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi heißt, und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala hat sie als Sahih klassifiziert, so werden die Höllenbewohner im Bilde von einem kleinen Mann dargestellt. Im Bilde von einem kleinen Mann. Und alle werden auf sie treten. So wie sie arrogant in dieser Dunya waren, hochmütig waren, sozusagen die Rechte vieler Menschen verletzt haben, so werden die Leute auf ihre Köpfe treten, Yawm al-Qiyamah. Und sie werden im Gefängnis in Bulas eingeführt. So heißt das Gefängnis. In diesem Gefängnis bekommen sie den Körpersaft der Höllenbewohner zu trinken. Das heißt, das, was heruntersackert von den Körpern der Höllenbewohner, das bekommen sie zu trinken. Und daher, verstehe, o Diener Allahs, sei kein Arroganter. Sei kein Hochmütiger. Wenn auch manchmal jemand zu dir kommt und dir etwas sagt, was dich vielleicht persönlich trifft, trag nicht diese Arroganz im Herzen. Was, wenn heute ein Bruder zu dir sagt, fürchte Allah? Dass du fürchtest selber Allah. Das ist Kibr, wie Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte. Er sagte, wenn ein Bruder zu dir sagt, fürchte Allah, und du sagst zu ihm selber, fürchte Allah, das ist Kibr. Das ist Kibr. Warum sagst du ihm, fürchte selber Allah? Dein Bruder sagt dir, fürchte Allah, dann versuche einer der Gottesfürchtigen zu sein. Allah Azza wa Jalla sagt: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَا بِئْسَ الْمِهَادُ. Und wenn zu ihm gesagt wird, fürchte Allah, dann reißt ihm der Stolz zur Sünde. Was bedeutet, dann reißt ihm der Stolz zur Sünde? جَمَعَ بَيْنَ الْمَعْصِيَ وَالْكِبْرِ. Er vereinigt zwischen der Sünde und dem Kibr. Das heißt, wer bist du, dass du mir sagst, was ich zu tun habe? Das ist was? Eine Eigenschaft von wem? Von Iblis. Als Allah Azza wa Jal gesagt hat, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَى وَاسْتَكْبَرْ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Als wir zu den Engeln gesagt haben, wirft euch alle nieder vor Adam alayhi salatu wassalam, da haben sie sich alle niedergeworfen, außer Iblis. Er hat es abgelehnt und war einer der Hochmütigen. Allah Azza wa Jalla sagt zu ihm in Surat Al-A'raf, in einer anderen Sura: Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Was hat dich davon abgehalten, dass du dich so niederwirfst, wie ich dir befohlen habe, dich vor Adam alayhi salatu wassalam niederzuwerfen? Er sagte: Ana khayrun min. Ich bin besser als er. Was ist der Kibbel? Genau das. Ich bin besser als er. Und ich mache nur eine Klammer auf und eine Klammer zu. Viele von unseren praktizierenden Brüdern haben genau dieses Denken. Ich bin besser als mein Bruder. Ich bin besser als der und der. Ich bete in der Nacht, ich bin besser als er. Ich gucke kein Fernsehen, ich bin besser als er. Überlass dieses besser wem? Allah Azza wa Jalla. Vielleicht betet dein Bruder nicht in der Nacht richtig. Aber er schaut auch keinen 500 Frauen hinterher am Tag wie du. Vielleicht hat dein Bruder kein Bart. Aber er spendet regelmäßig, während du nicht einmal die Zakat vollständig bezahlt hast. Vielleicht
ist deine Schwester nicht so stark äußerlich im Iman wie du, aber sie lästert nicht so viel wie du, oh Schwester. Deswegen, niemand soll sich das Recht nehmen und sagen, ich bin besser als der und der. Wer besser ist, ist nur bei Allah Azza wa Jal. Und du solltest eine Regel lernen im Islam, derjenige, der sich demütig gegenüber Allah Azza wa Jal verhält und er hat keinen Kibir, keinen Hochmut, so wird er bei Allah Azza wa Jal geehrt sein. Weil der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Niemand wird das Paradies betreten, der nur im Herzen etwas, das heißt ein Atomstäubchen an Kibir hat. Wisst ihr, was das bedeutet, ein Atomstäubchen im Kibir? Genau, wenn du zu deinem Bruder sagst, fürchte selber Allah, das war das Kern, das war dieses Atomstäubchen. Alaikum salam wa rahmatullah. Daher, senke deinen Kopf vor Allah Azza wa Jal. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde meistens dabei gesehen, dass er seinen Kopf gesenkt hat. Und wenn er nach oben geschaut hat, um über die Zeichen Allahs Azza wa Jal nachzudenken. Aber meistens wurde er gesehen, wie er seinen Kopf sallallahu alaihi wa sallam gesenkt hat. Wir haben heute Brüder, die zeigen sich als Muslime auf. Wallahi al-Azim, der läuft in Militärhosen, der läuft in Militärweste. So. Und hier hat er sein Messer. In Deutschland. So. Dieses ist Kibir. Wisst ihr, dass manche unter den Salaf-Gelehrten so gelaufen sind, sie haben die Rechte mit der Linken angefasst. Warum? Wer sagt mir, warum? Warum haben sie die Rechte auf die Linke getan beim Laufen? Sie sind so gelaufen. Na, damit sie nicht diese Haltung haben. Die kommt ganz schnell. Wallah al-Azim, einige unter den Salaf haben die Rechte auf die Linke getan und sind so gelaufen, weil sie hatten Angst, dass dieser Kibbel in ihre Herzen eindringt und sie ihren Gang ändern. Und du siehst das. Bei manchen, sie haben Rasierklingen unter den Armen. Und so läuft er. Wallahi, billahi, tallahi, diese Person soll sich fürchten vor Kibbel. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, hört, wie wunderschön diese Überlieferung ist, damit wir auch lernen, nicht hochmütig zu sein. Er sagte, أجلسوا كما يجلس العبد. Ich sitze wie ein Diener sitzt. وأكل كما يأكل العبد. Und ich esse wie ein normaler Diener isst. وإنما أنا عبد. Und ich bin nichts anderes als ein normaler Diener. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Schaut mal, wie wir sitzen. Bei uns ist so, nicht jeder darf mit uns sitzen. Nummer eins. Der sitzt mit mir. Mit mir. Schau meine Stellung an, schau seine Stellung. Der Kurde will mit mir reden. Der Araber will meine Tochter heiraten. Okay. Weil letztendlich, was sagt man mit diesen Wörtern? Ich bin besser als er. Was hat Shaitan gesagt? Ana khayrun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen. Und ihn hast du aus Erde erschaffen. Und eigentlich, dieser Shaitan, weil er auch diese Sache falsch verstanden hat, auch die Erde ist besser als das Feuer. Die Erde lässt etwas entstehen, während das Feuer alles niedermetzelt. Er hat in jeder Hinsicht einen falschen Krias gemacht, dieser Shaitan. Daher, liebe Geschwister, ein Muslim ist bescheiden. Was sagt Allah Azza wa Jal? وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Und lauf nicht auf der Erde übermütig her. Lauf nicht auf der Erde übermütig. Du wirst, weder hast du die Himmel erschaffen, noch hast du die Erden erschaffen. Und deswegen als Malik ibn Dinar, rahimullah ta'ala, und seine Geschichte ist sehr schön und ich empfehle meinen Geschwistern, dass sie sich etwas mit diesem Tabi'i beschäftigen, Malik ibn Dinar. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie er vorher war, er war überhaupt nicht praktizierend gewesen und er war sogar ein Alkoholiker gewesen und später wurde er einer der vorzüglichen Tabi'in, rahmatullah alayh. Dieser großartige Tabi'i, er lief einmal auf der Straße. Und dann sah er eine Person, einer von den Jugendlichen, der lief genau so. So sagte er zu ihm, ich empfehle dir, dass du deinen Gang besserst. Das heißt, ich empfehle dir, dass du nicht hochmütig läufst. Was sagte diese Person zu ihm? Ala ta'rifuni, weißt du nicht, wer ich bin? Ja, nee. Wie heute übersetzt, weißt du nicht, von welcher Familie?
ich bin von Familie so und so. Genau dasselbe. Nur in einer anderen Farbe. Dann sagte er, A'rifuka ma'rifatan jayida. Ich kenne dich sogar sehr gut. Awaluka nutfa wa akhiruka tura. Dein Anfang war nichts anderes als ein Samentropfen und dein Ende ist nichts anderes als Erde. Was ist dein Hoch? Was ist dein Hoch? Du stammst aus etwas Spucke ab. Was ist dein Hochmut hier diesbezüglich? Und Al-Ahnaf, einer von den Salaf, sagte, wie kann jemand hochmütig sein, der aus den beiden Geschlechtsteilen von einem Mann und einer Frau gekommen ist, woraus sie urinieren? Sie urinieren mit diesen Geschlechtsteilen. Er kommt genau aus dieser Stelle heraus, von diesen Geschlechtsteilen, mit denen sie urinieren. Schaut mal, Subhanallah al-Malik, er sagt, wie kannst du hochmütig sein, wo du aus den Geschlechtsteilen von Mann und Frau stammst, woraus sie urinieren. Wenn man eigentlich dieses versteht, wird man seinen Kopf senken. Aber leider gibt es viele, die ihren Kopf viel zu weit nach oben strecken. Und das wird ihr Genick brechen, Yawmul Qiyamah. Möge Allah Azza wa Jal uns vor diesem Kibir bewahren.